Diese Wurstdose ist ein hochwertiges Erzeugnis des Schlachters meines Vertrauens. In Richtung Grüne brauche ich da wohl eher nicht zu schauen, aber das konservative Spektrum hier im Hause stimmt mir vielleicht zu. So eine Dose Leberwurst, in diesem Falle zur Hälfte Wildschwein aus heimischem Revier, zur anderen Hälfte Fleisch vom Bauern aus der Nähe, beinhaltet Hochgenuss. Mehr Bio kann man sich überhaupt nicht aufs Brot schmieren. Wenn ich Ihnen jetzt Hunger aufs Abendessen gemacht haben sollte, ist das gut so, denn hungrige Hunde sind aufmerksamer und jagen besser. Auf geht's. Es geht um die Wurst. Ja, auch um diese Leberwurst. Sie wollen kleine Schlachtereien offenbar unterstützen. Super. Ich wünsche der Landesregierung von Herzen eine glückliche Hand bei dem Ansinnen, die Gebühren im Bereich Verbraucherschutz und Veterinärwesen zu senken. Allerdings, es gehören auch noch ganz andere Dinge auf den Tisch. Ich hole ja gerne Erkundigungen im echten Leben ein und dieses Mal bei einem Schlachter, der diese Dose hier hergestellt hat. Ein gestandener Mann, 40 Berufsjahre, Altgeselle, tätig in einer Landschlachterei zusammen mit 4 anderen Fleischern. Der sagt, und jetzt wird's spannend, das größte Problem seines Betriebes sind nicht etwa die besagten Gebühren, nein, das sind die enormen Kostensteigerungen für Strom und Gas. Tja, SPD und Grüne und irgendwie auch die FDP, wenngleich sie hier nicht sitzt, aber in Berlin, sie haben das Energieangebot massiv verknappt. Verknappen ist weiter und das Handwerk muss das ausbaden. Es muss die Kostensteigerung an den Kunden weitergeben, aber der Kunde bringt das wegen der Inflation ja auch nicht mehr mit der Kaufkraft. Das ist das Hauptproblem dieser Fleischerei. Binnen Jahresfrist 25% weniger Umsatz. Außerdem stark gestiegene Materialkosten. Der Preis allein für diese Dose hier, der Materialpreis wohlgemerkt, hat sich verdoppelt. Wörtlich hat mein Bekannter mir noch etwas ans Herz gelegt. Weniger Bürokratie würde uns mehr bringen als geringere Kontrollgebühren. Ach was. Er hat mir Dinge berichtet, da schüttelt man echt nur noch mit dem Kopf. Reinigungsprotokolle, Temperaturprotokolle, Protokolle, mit welchem Mittel, wann, wo, von wem, welcher Raum desinfiziert worden ist. Und dann gibt's sogar einen, der die Kontrolleure kontrolliert. Wohlgemerkt alles betriebsintern. Das sind noch nicht mal die Kontrollen von außen mit drin. Eine ganze Arbeitskraft könnten die damit beschäftigen in der Landschlachterei. Geht finanziell aber nicht. Also müssen die 5 Schlachter das alles noch mit erledigen. Zulasten ihrer Produktivität. Ich bin mir sicher, auch ohne so viel Bürokratie würden diese Männer keinen Schmuh machen, weil sie mit ihrem Namen für die Qualität ihrer Arbeit bürgen. Genau wie ich für die Qualität des Wildfleisches bürge, was hier in der Dose ist. Auch nur ein Vorfall mit Salmonellen, die Fleischerei, wäre weg vom Fenster. Kein Kunde käme je wieder. Also vertrauen Sie den Familienbetrieben. Mehr Eigenverantwortung und weniger Bürokratie. Das wird hier mit erwähnt. Wäre doch toll, wenn wir das in diesem Antrag noch mit eingebaut bekämen. Das Wichtigste zum Schluss. Diese Dose Wurst. Ja? Geben Sie mir einmal kurz die Gelegenheit, Sie zu fragen, ob Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Hanisch zulassen. Nee, ich würde tatsächlich gerne eben erst fertig werden. Bitte schön. Danke. Diese Dose Wurst, ich will sie Ihnen nicht aufzwingen, aber vergällen Sie mir die bitte auch nicht. Das Fleisch kommt von hier, das macht die Umwelt nicht kaputt. Dauernd wiederkehrende rot-grüne Versuche, dieses wertvolle Nahrungsmittel schlecht zu reden, das belastet die Betriebe enorm. Was nützt eine Gebührensenkung, wenn die Regierung ihr gesamtes Tun in Frage stellt? Liegen Ihnen die traditionellen Betriebe des Fleischereihandwerkes am Herzen? Dann bekennen Sie sich doch erst einmal zum wertvollen Nahrungsmittel Fleisch. Ich bin gespannt und die Handwerksbetriebe sicherlich auch.